Aufgrund der Markterwartungen wird der US-Dollar seine Positionen gegenüber jeder Währung stärken. Unser Währungspaar könnte sogar das paritäre Niveau übertreffen, falls die amerikanische Notenbank im Dezember handeln sollte. Vatsal Srivatsava, Blackwater Consulting. Die anstehenden US-Wahlen haben bei den Märkten für ziemlich viel Aufregung gesorgt. Vatsal, wie wird sich das US-Dollar-Schweizer-Frankenpaar in der nahen Zukunft verhalten? Ich finde, dass die Märkte die US-Wahlen überbewerten. Es ist ganz egal, wer bei diesen Präsidentschaftswahlen gewinnen wird. Das Resultat wird dieses Währungspaar nicht kardinal bewegen. Weder nach oben noch nach unten. Die politische Einstellung Hillary Clintons gilt eher als sanft. Die Märkte würden nicht überrascht sein, falls sie gewinnen sollte. Ein Schock wäre es, falls Trump der nächste Präsident werden sollte. Aber auch diesen Schock werden die amerikanischen Institutionen schnell verdauen können. Es gibt also nichts, was tatsächlich schiefgehen könnte. Ich denke nicht, dass das Resultat der US-Wahlen den Devisenmarkt groß beeindrucken wird. Am 8. November wird die gesamte Aufmerksamkeit der Märkte natürlich auf die Wahlergebnisse gerichtet sein. Aus diesem Grund müsste unser Währungspaar in der nächsten Zeit sinken, und zwar bis auf 0,98. Die jüngste Sitzung des Offenmarktausschusses hat die Märkte etwas ins Schwanken versetzt. Drei der Mitglieder der amerikanischen Notenbank hatten im September für eine Leitzinserhöhung gestimmt. Wie wird sich unser Währungspaar in der Mittelfrist verhalten? Aufgrund der Entscheidung dieser drei Mitglieder ist der US-Dollar in den vergangenen Wochen gestiegen. Wie gesagt, ich erwarte eine Leitzinserhöhung, und zwar im Dezember. Nicht zuletzt, weil wir bereits im vergangenen Dezember eine Leitzinserhöhung sahen. Dieser Prozess ist also im vollen Gange, und ich finde, dass man ihn in diesem Jahr nicht unterbrechen wird. Die Märkte rechnen damit. Durch eine weitere Leitzinserhöhung wird Yellen die Märkte etwas beruhigen können, damit sie endlich weiterblicken können. Eine Leitzinserhöhung wurde größtenteils bereits in die Preise mit einbezogen. Aufgrund der Erwartungen wird der US-Dollar seine Positionen gegenüber allen anderen Währungen stärken. Das US-Dollar-Schweizer-Franken-Paar könnte das paritäre Niveau übertreffen, falls die amerikanische Notenbank den Zins im Dezember anheben sollte. Die Schweizer Nationalbank denkt über eine weitere Leitzinssenkung nach. Wie würde dies dieses Währungspaar langfristig beeinflussen? Die Bank möchte den Zins noch tiefer in den negativen Bereich drücken, und zwar bis auf minus 1,25%. Dieser Schritt wäre durchaus möglich, jedoch nicht in der übersehbaren Zukunft. Momentan scheinen alle mit dem negativen Zins recht gut klarzukommen. Es gibt keinen wirklichen Grund, den Zins noch weiter zu senken, vor allem vor dem Hintergrund der anstehenden US-Zinserhöhung. Aufgrund der anstehenden US-Zinserhöhung ist die Risikobereitschaft der Märkte deutlich gesunken, und davon profitiert der Schweizer Franken. Es ist gut möglich, dass die Schweizer Nationalbank den Zins noch weiter senken wird, jedoch erst viel später. Meine langfristige Prognose sieht ein Niveau zwischen 1,06 und 1,08 vor. Vatsal, ich bedanke mich für Ihren Beitrag. Liebe Zuschauer, das war's für heute. Bleiben Sie dran, alles Gute und bis bald.